man braucht immer einen, man darf da nicht unflexibel sein, dass man sagt, bei mir muss alles nach Plan A laufen. Nein. Weil die Zufriedenheit im Leben hängt ja auch sehr davon ab, was man sich erwartet hat. Und mir kommt ja auch vor, so mit den Jahren, wenn man älter wird, man wird auch bescheidener. So mit 15, du stehst noch so da und denkst da, wenn ich groß bin, ich brauche unbedingt ein Mercedes SLK, 350 PS, 5,6 Sekunden von 0 auf 100, Armfelgen und Nackenheizung, voll super. Und mit 35 freist du dann irrsinnig, einfach weil es dann Führerschein wieder zurückgeben. Immer schön, wenn Betroffene Autos haben. Ja. Es gibt auch Dinge, wo ich mich freue, Erfolge, wo ich auch stolz drauf bin. Ich habe gestern Jubiläum gehabt, 950 Tage ohne geregelte Arbeit. Das hat sich wirklich sehr bewährt in meinem Fall. Einfach aufhören mit geregelter Arbeit. Du gewinnst dadurch irrsinnig an Tagesfreizeit, total neues Lebensgefühl. Du kannst vormittags schon Computer spielen, auch unter der Woche. Nachmittags hast du dann frei. Also so, kannst machen, was du willst, Computer spielen oder was. Und dann hast du immer noch die ganze Nacht, kannst chatten oder Computer spielen, wenn du magst. Wenn man sich so ausklingt aus diesem geregelten Arbeitsprozess, und ich gebe zu, ich war davor kein Extremhackler, also eher so am unteren Ende der Anstrengungspyramide. Irgendwo zwischen geringfügig und orthodox. Ich war Lehrer. Ja, Religionslehrer, bin ich auch. Aber du musst trotzdem aufstehen in der Früh. Ja? Heilkraft der Musik. Musik kann so viel Positives bewirken und Negatives verhindern, richtig eingesetzt natürlich. Also mal, du gehst zum Arzt, ja, ganz roter Kopf, knapp am Zerplatzen und der Arzt sagt, ja, wie schauen Sie aus, der Blutdruck bringt Sie noch ins Grab, mit Ihrer überschüssigen Fetten könnte man 4 Monate indische Familie ernähren. Grauslich, ja? Nein, viel schöner wäre doch, wenn der Arzt einfach das Stethoskop weglegt, die Gitarre hernimmt. Killing you softly, der Blutdruck. Killing you softly, der Blutdruck. Schalten Sie ihn ganz ruhig und ruckzuck Müsli zum Frühstück. Sterben wir uns nur früh genug. Da gehst du anders aus wie auf der Ordination. Ein ganz anderes Gefühl. Nein, die Ärzte, glaube ich, man muss das nicht immer so hart sagen, so wild. So, in 2 Wochen werden Sie sterben. Nein, das kannst du anders bringen. Also, falls Ihnen noch was wehtut, kommen Sie in 3 Wochen wieder. So gehst du mit einem anderen Gefühl raus. Ja. Das hat ja der Viktor Frankl schon gesagt. Der Mensch muss spätestens in der Mitte seines Lebens einen Sinn finden, weil ohne Sinn kann er nicht leben. Und der Sigmund Freud hat gesagt, wer nach dem Sinn des Lebens fragt, hat schon eine Diagnose. Ja, also, das reibt sich ein bisschen, das ist mir aufgefallen. Ja, der Karl Popper hat gesagt, wir wissen nie, wovon wir reden, während der Karl Marx gesagt hat, es geht nicht darum, die Welt zu beschreiben, sondern die Welt zu verändern. Und auch John Lennon hat gesagt, Leben ist das, was passiert, während wir Pläne machen. Und ich sage, glückliche Menschen zitieren nicht. Wenn ich einmal irgendwo spiele. Um Informationen zum Kabarett und zu den Terminen zu finden, können Sie nachschauen unter www.stefanheider.com. Also www.stefanheider.com. Stefan Heider ist mein Name. Also, Stefan Heider ist aber ganz leicht zu merken, und zwar Stefan Heider, so wird der Stefan Betzner auch heißen, wenn er heiratet. Und